Herzlich willkommen zum heutigen Video, das sich dem Thema Autismus-Spektrum-Störungen, kurz ISS genannt, widmet. Dieses Thema liegt uns sehr am Herzen. Bei ca. 1% aller Menschen wird nämlich eine Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert. Darunter sind auch berühmte Persönlichkeiten wie Greta Thunberg oder Albert Einstein. ISS ist also gar nicht so selten. Und trotzdem gibt es weiterhin sehr viele Vorurteile und Mythen darüber. Genau diesen Vorurteilen und Mythen möchten wir mit diesem Video entgegentreten. Wir bieten dir einen Überblick über das Spektrum, geben dir Auskunft über Manifestationen von Autismus und zeigen dir, was es für Betroffene bedeutet, den Uni-Alltag mit einer ISS zu bewältigen. Zudem erhältst du Tipps, wie du Betroffene unterstützen bzw. was du unternehmen kannst, um ein inklusives Uni-Setting mitzugestalten. Vorweg ist aber zu sagen, dass Menschen mit ISS sehr heterogen sind, so wie alle anderen Menschen auch. Daher stellen die nachfolgenden Beschreibungen nur einen Überblick dar. In der Praxis muss individuell auf die Bedürfnisse von Personen mit ISS eingegangen werden. Aber was ist eine Autismus-Spektrum-Störung eigentlich? Und ab wann spricht man von einer? Eine Autismus-Spektrum-Störung, welche sich bereits in der frühen Kindheit manifestiert, zählt zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen. Wie der Name bereits sagt, umfasst sie ein breites Spektrum an Störungsbildern und typischen Merkmalen, die je nach Person unterschiedlich sein können. Die Ursache der Entstehung einer ISS ist aufgrund der Vielfalt des Spektrums noch nicht geklärt, wobei von einer genetischen Komponente ausgegangen werden kann. Bislang hat man zwischen dem frühkindlichen Autismus, welcher eine schwere Form darstellt, und dem Asperger-Autismus, welcher als mildere Form betrachtet wird, unterschieden. Mittlerweile unterteilt man folgende zwei Kernbereiche in drei Schweregrade, die ihr euch merken könnt. Der erste Bereich umfasst soziale Interaktionen und Kommunikation. Menschen mit ISS haben zum Beispiel Schwierigkeiten, sich in andere Menschen hineinzuversetzen oder Blickkontakt zu halten. Aber auch das Interpretieren sozialer Situationen und der Körpersprache stellt für sie eine Herausforderung dar. Der zweite Bereich umfasst eingeschränkte, repetitive Denk-, Verhaltens-, Interessens- oder Aktivitätsmuster und Sonderinteressen, die für Außenstehende oft nicht nachvollziehbar sind und nicht selten zu Missverständnissen führen. Dazu zählt zum Beispiel das Festhalten an Routinen und die Angst vor Veränderung, Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, sehr gutes Langzeitgedächtnis sowie Einzelgedächtnisleistungen. Schauen wir uns anhand von Beispielen an, mit welchen Herausforderungen diese Personen konfrontiert sein können. Das ist Florian. Bei Florian wurden bereits in der Kindheit Asperger-Autismus bzw. eine leichte Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert. Und obwohl Florian beim Lernen keine Schwierigkeiten hat, gelingt es ihm kaum, Prüfungen und Lehrveranstaltungen positiv abzuschließen. Florian benötigt meistens mehr Zeit bei Aufgaben oder Prüfungen als andere Studierende. Das hat damit zu tun, dass Florian Schwierigkeiten hat, das Gesamtbild zu erkennen. Florian erkennt die Objekte nur für sich allein, stellt sie aber nicht im Kontext zueinander. Dafür hat er aber ein Gespür für Details, beschäftigt sich mit ihnen ausführlich und besitzt ein großes Wissen darüber. Aufgaben rechtzeitig und im üblichen Umfang abzugeben, ist nicht einfach für Florian. Dieser Umstand stresst Florian enorm und sobald die anderen Studierenden die Prüfung abgeben, wird er nervös und beginnt seine Daumen im Kreis zu drehen. Auf soziale Situationen reagiert Florian eher sachlich und objektiv. Das hat ebenfalls mit seiner fehlenden Fähigkeit zu tun, Kontexte und Zusammenhänge zu erkennen. Menschen mit ISS haben also eine gering ausgeprägte Fähigkeit, einzelne Informationen zu einem Ganzen zusammenzufügen. Diese Fähigkeit nennt man auch zentrale Kohärenz. Die Beeinträchtigung geht auch mit einem verminderten Text- und Situationsverständnis einher. Dafür können sie sich gut an Details erinnern, die anderen oftmals entgehen. Zusätzlich besitzt Florian aber auch noch eine Reihe anderer Stärken, die für Menschen mit ISS typisch sind. So ist Florian ein äußerst gewissenhafter, glaubwürdiger und ehrlicher junger Mann, auf den man sich verlassen kann. Kommen wir nun zu Michelle. So wie bei Florian wurde auch bei Michelle bereits in der frühen Kindheit ISS diagnostiziert. Zudem leidet Michelle an einer Depression. Bei Menschen mit ISS ist das nicht selten. Rund 70% aller Betroffenen weisen weitere psychische Störungen, so wie Ängste, Zwänge, Depressionen oder auch ADHS auf. Lernschwierigkeiten können in den Bereichen Lesen, Rechnen und Schreiben ebenfalls auftreten. Für Michelle sind insbesondere zwischenmenschliche Settings sehr herausfordernd. Alles, was ein System hat oder kontrollierbar ist, ist für sie sehr gut verständlich. Menschliche Beziehungen lassen sich jedoch schwer kontrollieren, weshalb sie für Michelle unvorhersehbar und somit auch schwer zu erlernen sind. Sich in andere Personen hineinzuversetzen und deren Intentionen zu erkennen,
ist für sie nicht einfach. Vieles wird wörtlich genommen, mehrdeutige oder offene Aufgabenstellungen werden oft falsch interpretiert. Bei sozialen Interaktionen kann es dazu kommen, dass unpassende Antworten gegeben werden. Gruppenübungen, Referate, Labor- oder Tafelübungen werden dadurch zur Herausforderung. Michelle kann wahrgenommene Gefühle oft nicht einschätzen, sie ist deswegen aber nicht empathielos, wie oft angenommen wird. Als nächstes möchten wir euch Fatima vorstellen. Fatima ist eher ruhig. Den Blickkontakt zu anderen Menschen zu halten, ist für sie nicht einfach. Der Beginn und auch das Aufrechterhalten von Gesprächen gelingt ihr kaum. Außer das Gespräch handelt über ihr Lieblingsthema, den Klimawandel. Denn darüber könnte sie stundenlang sprechen. Sie hat wie Florian und Michelle ASS. Jedoch wurde dies erst vor kurzem in ihrem Studium festgestellt. Dass Mädchen und Frauen die Diagnose ASS weniger häufig oder erst später als Jungen und Männer erhalten, ist nicht selten. Ihr Verhalten wird oftmals mit typisch weiblichen Zuschreibungen interpretiert, wie zum Beispiel Schüchternheit oder Introvertiertheit. Hinzu kommt, dass Frauen und Mädchen die Schwierigkeiten in der Kommunikation und sozialen Interaktionen subtiler zeigen. Fatima fällt es auch schwer, selbstständig ihren Tag zu planen. Kleinste Veränderungen können sie aufgrund ihrer mangelnden Flexibilität bereits verunsichern. Zum Beispiel Wechsel des Hörsaals oder Änderung von Lehrveranstaltungszeiten. Zusätzlich ist sie aufgrund der Geräuschkulisse bei Prüfungen schnell abgelenkt und reizüberflutet. Schon ein runtergefallener Stift oder ein Räuspern lenken Fatima ab. Das kommt daher, dass Personen mit ASS Schwierigkeiten bei der Verarbeitung und Filterung von Reizen haben. Fatima hat deswegen versucht, dem entgegenzuwirken, indem sie Noise-Canceling-Kopfhörer bei Prüfungen trägt. Aber das Tragen während der Prüfung wurde ihr untersagt. Dieser Umstand stresst Fatima extrem und deswegen kommt sie im Studium nur schwer voran. Wie bereits erwähnt, gleicht kein Mensch dem anderen. Und wie ihr anhand der drei Beispiele gesehen habt, sind bei einer Autismus-Spektrum-Störung das Erscheinungsbild und die Auswirkungen sehr verschieden. Dass keine Person der anderen gleicht, bedeutet, dass es kein Patentrezept gibt und wir so auf die Bedürfnisse individuell eingehen müssen. Aber wie kann ich Personen mit ASS nun unterstützen? Zu Beginn ist es wichtig, dass man die Betroffenen mit ihren Schwierigkeiten und Problemen ernst nimmt und ihnen Verständnis entgegenbringt. Wenn man sich unsicher ist, kann man die Betroffenen auch direkt ansprechen und fragen, wo sie Unterstützung benötigen. Grundsätzlich ist es aber wichtig, dass man Personen mit ASS Zeit gibt, sich auf neue Situationen und Veränderungen einzustellen. Rituale und Routinen helfen dabei, ebenso wie ein frühzeitiges Ankündigen von Veränderungen. Zusätzlich sollte man Ablenkungen reduzieren und wenn möglich Rückzugsmöglichkeiten schaffen und aufzeigen. Anweisungen und Arbeitsaufträge sollten klar und kurz formuliert werden. Strukturpläne können zum Beispiel sehr hilfreich sein. Bei einem Verdacht könnte man Betroffenen eventuell auch Anlaufstellen, wie zum Beispiel den Verein Libelle, vorstellen, der unter anderem auch ausführliche psychologische Diagnostik anbietet. Um ein inklusives Uni-Setting Realität werden zu lassen, bieten wir die Servicestelle Barrierefrei Studieren Studierenden sowie Lehrenden Unterstützung an. Gemeinsam mit dir klären wir Fragen und suchen Möglichkeiten, die den Uni-Alltag für Studierende mit ASS erleichtern. Dafür bieten wir zum Beispiel Prüfungsadaptierungen, Unterstützung bei der Studienorganisation oder Hilfe beim Austausch mit ProfessorInnen. Genauere Informationen dazu findet ihr auf unserer Homepage. Bei Fragen zu dem Thema könnt ihr uns auch gerne telefonisch erreichen oder schreibt uns eine E-Mail an barrierefrei-studieren@theograz.at. Und damit möchten wir uns bei euch verabschieden. Dieses Video hat euch hoffentlich einen aufschlussreichen Einblick in die Welt der Autismus-Spektrum-Störung gegeben und so einen wichtigen Schritt hin zur Inklusion ermöglicht.